Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen. Und dazu war ich ja schon ein bisschen fleißig letzte Woche. Hab, meine ich, 4 Keys gespielt. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir einmal rein, was wir so drin haben. Beziehungsweise bevor wir das machen, können wir mal gucken, wo der Gearstand aktuell ist. Viel aus M Plus oder so habe ich jetzt nicht gekriegt, weil das Zeug kannst du ja eh nicht weiter großartig upgraden. Aktuell bin ich auf 4.13 und ja, was ganz gut wären, Trinkets an der Front hapert es noch ein bisschen, vielleicht eine bessere Waffe und ja, Schultern wäre auch ganz nice, vielleicht mal ein Set und ja, mal gucken, was wir rauskriegen. Ich habe jetzt mal auf DD gestellt, hat einfach den Hintergrund, es gibt nicht so sonderlich gute Tank-Trinkets aus M+ und ja, mal gucken, ob wir da vielleicht ein gutes DD-Trinket drin haben. Übrigens bei meinem RBG-Char bin ich nicht aktiv gewesen die Woche. Einfach, hat einfach den Hintergrund, weil ich ja letzte Woche so noch krank war, der Corona gehabt und ja, war ich mit M+ schon ausgelastet genug, sagen wir es mal so. So, was haben wir denn drin? Wir haben den Ring drin mit Crit Mastery, der ist Mist und ich habe ein Trinket mit, okay, Agi Crit. Ich glaube, das ist nicht sonderlich gut. Ich müsste jetzt mal kurz gucken bei Blood Mold. Das Ding ist gut für ein Movement Speed Gear. Wenn man nämlich einen Gegner tötet, kriegt man mehr Geschwindigkeit, ne? Das ist natürlich schon strong movement technisch, aber jetzt allein die Stats, weiß ich nicht. Wenn es jetzt hier Agi und Versa gewesen wäre, dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, nehme ich, aber so ist leider nicht so gut. Schauen wir mal, was ich da machen kann. Trinkets. Jetzt schauen wir einfach mal bei Blood Mold. Da kann man nämlich... Klar, Sim ist immer genauer, aber jetzt zum... Einfach mal drüber gucken. Ist das wahrscheinlich die bessere Option? Okay, das ist Single Target. Weil das Ding habe ich, glaube ich, an... Wo ist jetzt das andere? Das Rudelteil ist hier unten, ne? Na gut, das ist ziemlich im Mittelfeld, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Also sonderlich gut ist es nicht. Ich bin schon überlegen, ob ich es allein schon fürs Movement Speed Gear nehme. Oder ob ich die Sockel lieber nehme. Ich weiß nicht. Mein Crit ist leider halt echt nicht so stark. Also ich habe es auf 4.18. Und das wäre dann eine Verbesserung von, oder halt, ne, von 6, wahrscheinlich irgendwas zwischen die 6,5 und 6,7. Und die, die ich aktuell anhab, ist, glaube ich, einmal das hier, oder? Jetzt muss ich nochmal gucken, ich weiß gar nicht mehr auswendig. Ja, genau, das habe ich an. Halt relativ schlecht auf 3,95. Und 3,95 ist halt schon 7, irgendwas. Also allein das ist schon mal besser, zumindest was hier Blood Mold sagt, ne, als das andere halt wesentlich höher vom Item-Level. Und das andere Trinket, das ich anhab, ist hier aus dem Raid 408, das ist dieses Totem. Das war, glaube ich, ja eh technisch relativ gut. Weil das hier ist ja, wie ihr seht, das zweitbeste im Single-Target. Das Totem war, glaube ich, ja eh technisch gut, das muss ich gerade mal gucken. Das hier hätte ich genommen, das Horn, ne? Weil das hat halt Versa drauf. Das wäre dann defensiv auch noch gut. Gut, das Totem sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt gar nicht. I don't know, wo es genau ist. Aber ich meine, im Multitarget war es relativ gut. Machen wir mal 5 Gegner, ne? Seht ihr, da ist das Totem auf Platz 2. Und da ist es halt auch bei 408, bei 7%, also auch tatsächlich besser. Das sind halt die Raid-Trinkets, die skalieren halt zumindest damage-technisch schon sehr, sehr gut. Also das sind eigentlich die ich habe eigentlich das zweitbeste AOE-Trinket und das zweitbeste Single-Target-Trinket an, halt beide nicht auf sonderlich hohem Niveau vom Ding her. Jetzt bin ich halt aber echt überlegen, ob ich das halt für Movement-Speed-Gear nehme. Weil die paar Sockel, ja, es ist halt, weiß ich nicht. Komm, ich nehme das mal. Es ist zwar jetzt nichts, wo ich sage, das bringt mir jetzt aktuell fürs Gear was. Es sieht vielleicht im Tool ein bisschen besser aus, dass ich höheres Item-Level habe. Ne? Weil jetzt wird im Tool 414 angezeigt. Und für ein Movement-Speed-Gear ist es auch schön, weil ich halt dann ständig den Speed kriege, ne? Wenn ich irgendeinen Gegner umhau. Ich müsste mal gucken, wie viel Speed das tatsächlich ist.
Weil 800 Geschwindigkeit ist, glaube ich, schon relativ viel. Aktuell brauche ich zwar jetzt nicht wirklich ein Movement Speed Gear hier mit dem Char. Ich bin aber am Überlegen, mit den Twinks was zusammen zu basteln. Und ja, mal ein bisschen schauen. Jetzt legen wir das Ding mal an. Dann töten wir mal irgendwas. Schau ich mal, was habe ich? Ich habe aktuell ein Lauftempo von 130. Jetzt kill ich mal was. 27. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe jetzt irgendwie gedacht, das macht mehr. Es sind halt 800 Speedstat, ist so wenig? Ja, ist krass. Ich dachte, das macht ehrlich gesagt mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, da kriege ich so 30-40% hoch. Okay, das ist ehrlich gesagt jetzt ein bisschen enttäuschend. Sag's euch, wie es ist. Nur so eine Auf und Zu. Das ist echt enttäuschend. Vor allem jetzt habe ich auch nur noch 119%, ne? Das, kann ich das mal wegklicken hier? Ach, ich hatte irgendwie doch nur 105. Warte mal, ist das was, wenn ich in die Gestalt gehe? Habe ich dann mehr Movement Speed? Nö, keine Ahnung, war anscheinend vorher ein Anzeigefehler. Ich habe 105 und damit bin ich bei 119, also 14% macht's. Ja, haben oder nicht haben, ne, ist natürlich nice to have. Aber jetzt alleine von den Stats halt nicht wirf. Wenn es halt Versa drauf hätte, dann wäre es defensiv halt noch gut, weil ich dann ein bisschen weniger Schaden krieg über Versa. Natürlich auch ein bisschen mehr mach. Aber so, naja gut. Fürs Item-Level ist ganz nett und vielleicht kann ich es irgendwo mal für Speedgear benutzen. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, die Sockel zu nehmen oder zumindest den anteiligen Sockel. Ne? Ich glaube, ich brauche ja, glaube ich, 6 Dinger, um einen Sockel zu kriegen. Ich hätte es, glaube ich, nur 4 bekommen, oder? Ja, genau. Und naja. Gut, sei es drum. Hat sich leider der Vault mal wieder nicht rentiert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Opening-Video wieder. Altela, bis zum nächsten Mal. Ciao.